Das Gemüse ist nicht mehr frisch, das kommt in Abfall. Früchte auch. Überhaupt alles in dieser Küche ist entweder abgelaufen oder schrumpelig. In der Schweiz werden pro Jahr über 70'000 Lastwagen voll Lebensmittel fortgefallen, obwohl man sie noch könnte essen. MyFoodsharing.ch kämpft dagegen an und bietet Leuten die Möglichkeit, die Lebensmittel weiterzugeben, die man nicht braucht. Es ist ein ganz tolles System, wo man die verschiedenen Waren, die verfügbar sind, bei privaten Haushalten sieht. Und wenn man denkt, okay gut, diese Rüebli möchte ich haben oder diese Schokolade möchte ich haben, dann reserviert man einen Essenskorb. Dann kommt derjenige, der es hereingestellt hat, zurück und sagt, okay, kannst du haben. Dann macht man einen Ort ab, wo man die Ware übergibt, oder der Anfrager geht zu der Anbieter und holt es dort ab. Kostenlos immer. Zu den ambitionierten Plänen gehört auch, dass verteilt in der Stadt gratis zu essen angeboten werden soll. Das Lebensmittelinspektorat ist informiert. Wir haben sehr gute Verhältnisse mit dem Lebensmittelinspektorat. Wir haben uns mit denen abgesprochen, was darf man in diese Schränke reintun und was nicht. Da gibt es an jedem Schrank auch einen Zettel, wo die Regeln vom Schrank aufgelistet sind. Abgelaufene Ware darf man nicht in Verteiler weitergeben. Abgelaufene Ware darf man aber von Privat zu Privat weitergeben. Natürlich muss man dann schauen, dass man keine verdorbene Ware weitergibt. Das ist natürlich sehr wichtig. Auf die andere Seite wird bei Foodsharing ganz deutlich damit gerechnet, dass Leute ihre Augen, Nase und Mund benutzen, damit die auch sehen können, ist das noch gut. Also man kann sich ja schon fragen, wieso das gerettetes Zeug ist. Es ist ja alles picobello. Rund 40 Personen gibt es in der Region Basel, die sich für MyFoodsharing einsetzen würden. Verdienen tut dabei niemand. Alles ist freiwillig. Das heisst, Leute, die mitmachen, machen das freiwillig. Die Waren, die man holt, sind kostenlos. Da geht kein Geld herum. Natürlich ist es immer gut, wenn wir Firmen haben, die mitmachen möchten. Firmen, die zum Beispiel sagen, okay, diese Ware habe ich übrig, ich stelle das herein. Oder vielleicht gibt es Firmen, die Holz übrig haben oder Kühlschränke übrig haben oder auf sonst eine Art mithelfen können, um diese Initiative in der Schweiz einen riesen Erfolg zu machen. Da hat es Maidanos, sag schnell. Koriander. Ist das nicht alles ein bisschen utopisch? Kann das Unterfangen erfolgreich sein? Absolut. Die Idee von Foodsharing stammt aus Deutschland. Dort ist man bereits einige Schritte weiter und unterstützt Kollegen aus der Schweiz. Die Unterstützung ist, dass wir die Broschüre zum Beispiel gleich oder fast gleich haben wie Deutschland. Die Plattform ist die gleiche. Beim Retten von Lebensmitteln kann man sich auch ganz einfach eintragen und sagen, ja, ich möchte gerne bei dieser Läden Ware holen. Wenn wir sonstige Hilfe brauchen von Deutschland, die sind immer da für uns. Die haben einen YouTube-Channel, die haben eine Medienstelle, die haben eigentlich alles. Bei myfoodsharing.ch arbeiten alle gratis. Trotzdem ist man um jeden Franken froh. Wenn wir den Faktor 5 Preis gewinnen würden, wäre das natürlich sehr toll und sehr hilfreich für Foodsharing, weil wir dann Broschüren kaufen können, andere Werbematerialien bestellen können, damit wir die Bevölkerung erreichen und vor allem die Bevölkerung in der ganzen Schweiz. Zusätzlich wäre es toll, wenn wir die Plattform im Internet von Foodsharing noch etwas verbessern können.